Moment, ich will mal kurz gucken. Das riecht wie 100 Jahre alter Gorgonzola. Dachte ich mir schon fast. Sordids Socke, kannst du die hier reinstecken und die ausräuchern? Ach, echt? Oi, ach so, ah, wie dumm. Okay, weil es nach Gorgonzola riecht, lockt das die Ratte raus. Okay, wir konnten bloß nichts machen, um sie zu fangen. Können wir vielleicht... Das geht, okay. Wir packen die Socke in den Beutel und wenn die Ratte dann kommt, und um am Gorgonzola-Söckchen zu riechen, dann machen wir den Beutel einfach zu und haben die Ratte gefangen oder die Maus. Das könnte doch klappen, oder? Jawohl, sehr schön. Haha, wir haben eine Maus. Wir haben Maus und Namen und damit würde ich sagen... Ein kleines, quiekendes Ding, das Käse mag. Ja. Kannst du sie denn befriedigen mit dem Stinkebeutel vielleicht? Das geht doch so nicht. Nein, okay, egal. Wir haben eine Maus und wir haben die wahren Namen der Dämonen. Vielleicht kommen wir ja jetzt vorwärts, ich weiß es nicht. Oder brauchen wir tatsächlich noch irgendwoher einen Menschenschädel? Ich bin's wieder. Alles klar dann? Mist. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Okay, können wir die Maus vielleicht aufschlitzen mit dem Speer? Das geht doch so nicht. Nee, hätte ich auch irgendwie ein bisschen... mies gefunden jetzt. Okay, was haben wir noch? Moment. Das ist Sordids Zauber. Ja, ja. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Ja, wir kennen die echten Namen der Dämonen ja jetzt. Können wir den Dingens eigentlich wieder mitnehmen, den Schild? Ja. Ich glaube nämlich... Der Schild war jetzt für das Ausspionieren gewesen über den Spiegel. Und ich nehme mal an, wir mussten den polieren, weil der Spiegel nur auf spiegelnden Oberflächen eine Kamera sozusagen aufsetzen kann, wenn man so will. Oder eine Übertragung starten kann. Okay, haben wir jetzt noch irgendwas hier? Nee. Okay. Ein extrem glänzendes Schild. Bitte was? Glänzendes Schild? Willst du mich verarschen? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay, können wir vielleicht den Schild mit der Maus benutzen? Das geht doch so nicht. Um sie zu zerquetschen oder so. Keine Ahnung, was machen wir mit der Maus? Können wir sie auf den Haken hängen? Wir brauchen doch ihr Blut, oder? Das geht doch so nicht. Okay, oder halt ein menschlicher Schädel. Aber woher nehmen wir den menschlichen Schädel, wenn wir ihn nicht stehlen? Hier ist ansonsten nichts. Natürlich der Teleporter, der nützt uns aber gerade wirklich nichts. Was, die beiden hatten jetzt gar nichts für uns, oder? Boys. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Ach Mann. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Okay. Kaum erwarten, ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Tja, gucken wir noch mal unten nach. Irgendwo muss es ja noch was geben. Herr Spiegel, können wir mit dir noch irgendwas anfangen? Ich habe keine weitere Verwendung dafür. Nee, sei doch nicht so unfreundlich. Der Spiegel war nett. Ich hätte mich auch gern mit dem einfach so unterhalten. Okay, können wir hier vielleicht irgendwie... Die Kiste ist bestimmt nutzlos. Der Statue den Kopf abhacken. Fertig für die Schlacht. Einfach mal probieren. Das geht doch so nicht. Hätte ja sein können. Okay, die Axt können wir auch nicht benutzen. Das sind ja eigentlich so die richtigen Werkzeuge zum Enthaupten, würde ich ja behaupten. Okay, gehen wir mal raus. Vielleicht ist ja doch noch was im Garten. Wer weiß. Gut, kommen wir irgendwie an den Kopf, der hier unten liegt, ran? Nee, ne? Puh. Tja. Was tun? Was tun? Okay, willst du nicht doch deinen eigenen Kopf benutzen, Simon? Deinen eigenen menschlichen Schädel? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir den Schädel herkriegen sollen. Vor allem, weil oben einer steht. Das ist total sinnlos eigentlich. Mäh. Das ist doof.
Hier unten ist ja auch nichts mehr. Der Ast steckt in seinem Maul. Tatsächlich. Gibt's hier hinten eine Treppe nach unten? Ach! Hier gibt's noch eine Treppe nach unten. Ach so. Ach, diese blöde Wendeltreppe ist aber auch total blöd angesetzt dort hinten, ne? Ja. Hier sieht's ja äußerst sympathisch aus. Sieht aus wie ein riesiger Nussknacker. Find auch diesen Merksatz hinten geil. Pain okay. Gut, was haben wir? Folterinstrumente des Todes. Ich glaube, ich bin in einer Art Folterkammer. Nein, wirklich. Ich finde übrigens, egal was, überall wo man des Todes dran setzt, dann klingt es gleich viel besser, viel böser. Folterinstrumente des Todes. Schild des Todes. Bestialische Maus des Todes. Zauberbuch des Todes. Ja gut, egal. Eine Kiste, ein was, ein Menschenwürger? Ich wette, die trocknen damit keine Klamotten. Ja, ist anzunehmen. Kannst du mal den Hebel vielleicht bewegen? Okay. Was mir jetzt was bringt? Wir können irgendwas dazwischen legen und zerquetschen, nämlich... Oh. Das geht doch so nicht. Gut, ich dachte schon, wir müssen jetzt doch zum Mörder werden. Aber wenn wir das Blut der Maus brauchen, dann wird das ja früher oder später wohl der Fall sein. Ich hoffe, das ist nicht so etwas wie oben. Ja. Und wie kriegen wir die jetzt auf? Können wir mit dem Speer vielleicht so eine Art Dietrich hier improvisieren? Das geht doch so nicht. Nee, wäre auch blöd gewesen. Okay, kannst du die vielleicht einfach nehmen und wir zertrümmern die? Ah, okay. Dann wissen wir, wofür dieser Block ist. Benutze die Kiste mit dem... Nein, nicht mit dem Hebel. Das geht doch ja, so will nicht. Ich ja auch gar nicht sein, mein Mensch. Hier, Block. Pixelgenaue Arbeit. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Bewege Hebel. Pams. So. Darfst auch wieder hochmachen, sehr gern. Kerzen, na sowas. Die nehmen wir doch sehr gern an. Uns gab's wohl im Vorteilspack, hä? Davon gibt es insgesamt 8. Das ist so ein Zufall, dass es genau 8 sind. Okay, haben wir jetzt noch irgendwas hier? Hier drüben können wir nichts nehmen. Der Menschenwürger, der Schädelbrecher, ich nehme mal an, die sind bloß nur zum Spaß. Können wir die Folterinstrumente einpacken? Ich möchte sie nicht. Nicht? Aber warum nicht? Na gut, egal. Vielleicht können wir jetzt... Wir haben Kerzen, wir haben hoffentlich den Schädel oben. Ich hoffe, der zählt. So, und ansonsten... Ja, wir haben die echten Namen und wir haben eine Maus. Geht das jetzt? Bitte lass es gehen. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Ach nee, komm. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Komm schon. Das ist doch nicht euer Ernst. Was brauche ich denn noch? Muss ich echt noch selbst einen Schädel besorgen irgendwoher? Geh doch mal hier. Ja, genau. So. Dann will ich nochmal unten gucken. Unten hingen ja ein paar Schädel. Vielleicht können wir irgendwie einen von denen uns holen. Hier oben ist doch 8. Ich habe eine Idee, wie wir rankommen. Mit dem Speer. Jawohl, sehr schön. Nun haben wir auch einen Schädel. Gut, hättest du den nicht gleich einstecken können? Wollen wir mal den Schädel mit dem Schädelbrecher benutzen? Das geht doch so nicht. Doch, das geht schon. Das ist nämlich genau dazu da. Aber ja, wir lassen das Spiel mal. So, wir haben jetzt im Prinzip alles. Bloß diese komischen 2 Quadrate, weiß ich nicht, was wir damit jetzt machen sollen, was sie da von uns wollen so genau. Aber werden wir vielleicht sehen. So, neuer Versuch. Geht's jetzt, Dämonen? Ich bin's wieder. Alles klar dann? Ah, sehr gut. Nur schnell ein magisches Quadrat hier hinmalen. Hier, du kannst meine Kreide haben. Aha, sehr schön. Wir haben alles zusammen. Wir können nun zaubern. Fort in die Hölle mit euch, Dämonen. Na, dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll. Ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt.
Das könnte sogar eventuell funktionieren. Natürlich. Funktionieren, ja. Okay, Bübchen, jetzt sage ich dir, wie der Teleporter funktioniert. Drücke einfach auf den roten Knopf, auf dem Selbstzerstörung steht, und sage der Maschine, wo du hin willst. Leider nur eine Hinfahrkarte. Ohne Passwort kommst du nicht mehr zurück. Passwort, jawohl. Und das wissen wir auch nicht. Ja. Warum klang das nicht glaubwürdig? Okay, tschüss Dämonen. Viel Spaß in der Hölle. Und los geht's, Kleiner. Okay, versuchen wir's mal. Zabak, Zin, Zan, Xenok, Jarmak, Zock. Oh, scheint so, als müssten wir hier... Ja? Was? Hat doch geklappt. Wow, das hat richtig gekitzelt. Hoffentlich hat es funktioniert. Ja, hoffen wir es mal für die Dämonen. Wenn nicht, ist es auch nicht unser Problem, würde ich sagen. Haben wir aber schön gemacht hier, oder? Das sieht doch richtig künstlerisch anspruchsvoll aus. Ich weiß nicht warum, aber warum klang das nicht allzu glaubwürdig mit dem Selbstzerstörungsknopf? Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde die Idee nicht allzu prickelnd. Dennoch, los geht's. Dies ist Sparky, der sprechende Teleporter, zu Ihren Diensten. Es wird mir eine Freude sein, Sie schnellstmöglichst und sicher zu... Ihrer Wahl zu bringen. Ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Die brennenden Gruben von Rondor. Natürlich, wir wollen ja den Stab vernichten. Zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Ihr gewähltes Ziel sind die brennenden Gruben von Rondor. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein. Okay, wir sind bei den brennenden Gruben von Rondor. Was zur Hölle? Ein Touristenführer. Genau. Können wir denn jetzt... Ach nee, wir haben die Karte zum Reisen gar nicht mehr. Schade. Mich hätte mal interessiert, ob wir jetzt wieder hätten zurückfahren können, aber sieht nicht danach aus. Okay, dann gucken wir uns mal um. Das ist ein Feueralarm mit einem Knopf in der Mitte. Okay. Ja, ich bin sehr verlockt, aber gut, machen wir erstmal weiter. Nicht benutze, rede. Gibt es Rabatt für mächtige Zauberer? Mächtige Zauberer haben freien Eintritt. Warum fragst du danach? Weil ich ein mächtiger Zauberer bin. Und ich bin die gute Fee. Warum habe ich den Eindruck, er glaubt mir nicht? Ich weiß auch nicht so genau. Das sieht doch eigentlich feenmäßig aus, oder? So ganz ebenmäßige Gesichtszüge, ganz feiner Körper, ganz feingliedriger. Und er hat bestimmt auch ein bisschen Feenstaub in seiner Hose. Okay, das war jetzt, naja. Willst du um das Ticket feilschen? Okay, ich tausche dir ein Goldstück für ein Ticket. Naja. Ich wusste nicht, dass dies eine Attraktion ist. Vor 3 Jahren war es noch keine. Doch dann kam König Gerald. Hier ein paar Broschüren. Besuchen Sie die feurigen Gruben von Rondor. Ein ideales Ausflugsziel für die Familie. Sehen Sie die Feuer der Hölle in voller Aktion. Und denken Sie daran. Freie Sonnencreme für jeden. Klingt sehr hübsch, aber warum ist kein Besucher da? Das ist ja das Dumme. Der nächste Ort ist ein 150 Kilometer entferntes Dorf. Man kommt hierher nur zu Fuß oder per Magie. Wir hatten 2 Besucher in den letzten 3 Jahren und einer war ein Zauberer. Sordid. Richtig, ja. Der andere war so ein kleiner grüner Typ. Yoda? Zahlst du nun oder nicht?
Ach so, vielleicht der Sumpf. Nee, der Sumpfling, war der grün? Nee, der war doch so gräulich, oder? Gab's irgendwelche kleinen grünen Typen, die wir kennengelernt haben? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Du musst mich reinlassen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Nein, mein Job hängt davon ab. Ja, weil eure sonst so sprudelnden Einnahmen dann natürlich zusammenbrechen, ne? Es sieht trotz allem fürchterlich aus. Was? Ja, genau.